Letzte Woche sind wir aus unserem Wohnmobil ausgezogen und in eine Ferienwohnung eingezogen. Ganze 13 Tage haben wir uns in diese wunderschöne Wohnung eingemietet. Da Sophie und Moritz sich von uns verabschieden werden, dachten wir, wir genießen unsere gemeinsame Zeit noch ein wenig im Luxus. Fließend Wasser, Waschmaschine, Spülmaschine, großer Kühlschrank, mehr Platz, ein Pool im Garten, komplett eingerichtetes Fitnessstudio im Keller und ein Billardtisch. Wow! Auch uns vier wird es manchmal im Wohnmobil zu eng. Gut, unser Leben spielt sich meist draußen ab, aber dennoch leben wir auf sehr kleinen Raum zusammen. Wir müssen mit Wasser haushalten, ständig Ordnung halten, abspülen und uns ein kleines Badezimmer teilen. Und glaubt mir, da gibt's öfter längere Wartezeiten. Also gönnen wir uns den Luxus dieser Wohnung, um festzustellen, dass wir gerne wieder ins Wohnmobil möchten. Ja, manchmal merkt man erst, wie gut man es hat, wenn man sich davon trennt. Schon nach wenigen Tagen fühlen wir uns eingesperrt, auch wenn wir das natürlich nicht sind. Dennoch fühlen sich die Wände um uns herum irgendwie komisch an und irgendwie sind wir in unserem Radius eingeschränkt. Jetzt haben wir uns aber eben für diese Lösung entschieden. Jonas und ich bleiben in der Wohnung, während Sophie und Moritz mit dem Wohnmobil zum Flughafen fahren, der eine Stunde von der Wohnung entfernt ist. Nach knapp 2,5 Jahren sind wir zum ersten Mal länger als ein paar Stunden voneinander getrennt. Warum? Das zeigen wir euch im heutigen Video. Hi, wir sind Nathalie und Moritz und mit unseren beiden Kindern reisen wir seit 2019 in unserem Wohnmobil durch Europa. Abonniert uns, um jeden Montag Teil unserer Abenteuer zu werden. So, 3 Uhr am Morgen. Ganz schön früh. Ja, wir müssen jetzt los. Alles zusammengepackt. Alle ready. Was gut, du bist jeden Tag anrufen. Ja. Also wenn es den zweiten. Ich mag hier das Trainer. Guten Morgen Leute, wir sitzen jetzt im Flughafen in Izmir und unser erster Stop wird jetzt München sein. Da wird die Sophie uns dann erstmal verlassen. Sie geht zu ihrem Papa und Family für ein paar Wochen. Ja. Und für mich geht es dann weiter direkt am Nachmittag nach Split, weil da werden wir unseren Katamaran anschauen. Ja, wir sind gut angekommen jetzt in München am Flughafen und ich habe die Sophie schon verabschiedet. Sie ist mit ihrem Vater mitgefahren, denn die Sophie hat eine kleine Schwester bekommen und wird jetzt die nächsten paar Wochen einfach dann eben mit ihrem Vater und dem kleinen Baby verbringen. Und für mich geht es jetzt weiter nach Kroatien, denn wir schauen oder ich schaue mir jetzt einen Katamaran an und der steht in Trogir. Und ja, schauen wir einfach mal. Ich hoffe, der passt, wie er da steht. Und es interessieren sich nicht zu viele andere Leute dafür, weil der Markt ist echt heiß umkämpft. Und ja, wenn das passt, dann kaufen wir den. Der Flughafen von Split ist nur 6 Kilometer von meiner Unterkunft entfernt. Auf dem Weg zum Hotel mache ich noch einen kurzen Abstecher in die Innenstadt von Trogir. Die alte Hafenstadt, die seit 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Viele kleine Gassen, nette Restaurants und irgendwie
fühlt man sich ein paar hundert Jahre zurückversetzt. Mich interessieren an diesem Tag aber weniger die Gebäude, sondern Boote. Deshalb gehe ich noch kurz in eine der vier Marinas in Trogir, um mich ein wenig umzuschauen. Mehrere große Charterfirmen haben hier ihre Basis, da die Gewässer rund um Trogir beste Segelbedingungen bieten. Es ist unglaublich, wie viel Boote und vor allem Katamarane hier stehen. Mal schauen, ob auch ein passendes für uns dabei ist. Ich habe gar nicht gut geschlafen, ich war ein bisschen zu aufgeregt, glaube ich. Und ja, heute ist ja der große Tag. Ich schaue unseren eventuell zukünftigen Katamaran an und werde mich jetzt gleich hier im Hotel mit dem derzeitigen Besitzer zum Frühstück treffen, dann erstmal so grundsätzlich austauschen. Und ja, dann geht es direkt in die Marina rein, um einen Blick aufs Boot zu werfen. Ich habe gestern schon mal ganz kurz drauf geblinzelt. Aber es war noch verchartert, deswegen wollte ich da jetzt nicht stören. Ja, und heute geht's ins Eingemachte, also anschauen und wenn das soweit passt, dann gleich in die Verhandlungen gehen, wenn es noch irgendwie einen Verhandlungsspielraum gibt, weil es gibt schon vier Interessenten dafür, also ja, der erste fängt den Wurm oder wie heißt es? Deswegen, wenn es für uns passt, dann muss ich da auch relativ schnell jetzt sein und einfach zuschlagen. Und ja, mal schauen, was heute noch so passiert. Also, ja, ich bin echt aufgeregt. Jo, ich bin in der Zwischenzeit auf dem Boot und habe schon mal die ersten kleinen Rundgang gemacht und würde euch jetzt einfach mal ganz kurz in eine kleine Roomtour mitnehmen. Das Schiff ist eine Lagoon 400, die ist knapp 12 Meter lang. 7,40 Meter, glaube ich, breit und bietet echt super viel Platz, aber ja, seht ihr gleich. Jetzt ist es also soweit. Ich besichtige den ersten Katamaran, der für uns als Familie in Frage kommt. Zu Beginn fühle ich mich echt etwas überfordert, da es einfach so viel zu beachten gibt. Also erstmal einen groben Blick von außen auf das Boot werfen. Die Idee mit dem Segeln kam mir schon, bevor wir das Wohnmobil gekauft hatten. Damals wollten wir mit ein paar Freunden für ein Jahr um die Welt segeln. Project Friendship. Aber wie das so oft mit Schnapsideen ist, sie verlaufen sich irgendwann im Sand. Im Verborgenen aber habe ich seitdem immer weiter an diesem Traum gearbeitet. Und nun stehe ich hier, im Cockpit unseres eventuell zukünftigen Schiffs. Und der Traum rückt immer näher. Was wir die letzten 2,5 Jahre im Wohnmobil immer wieder mal vermisst haben, war ein wenig Platz und Privatsphäre. Davon ist hier auf dem Katamaran auf jeden Fall deutlich mehr. 4 Schlafzimmer mit Doppelbetten, 4 Bäder, ein Wohn- und Esszimmer, eine große Küchenzeile und viel Platz draußen an Deck. In the quicksand, pink clouds eating their way into my head. Well, sea grass was all I found.
So, wieder zurück im Hotelzimmer und ich bin fertig mit der Besichtigung. Es hat, glaube ich, ja, 4-5 Stunden habe ich mir Zeit genommen, das Schiff von außen, von innen, überall zu inspizieren, alle Mängel auszuschreiben und mir mal eine komplette Liste zu machen, was wir auch dann nach dem Kauf nochmal investieren müssen. Leider hat sich auch herausgestellt, dass bei dem Boot ein größerer Mangel dabei ist, was in dieser Serie bei der Lagoon 400 des Öfteren vorkommt. Und zwar ist es dieses sogenannte Bulkhead-Problem. Da kommt über den Masten irgendwie auch Feuchtigkeit ins Innere oder halt Wasser, sammelt sich und das wird auch da von einem Holzteil aufgesogen und dieses Holzteil verrottet dann mit der Zeit. Das müsste man auf jeden Fall austauschen, kostet 7.000 bis 8.000 Euro mal kurz und ja, die würden natürlich on top bei dem Kaufpreis trotzdem mit drauf kommen, weil es ist schon eingepreist. Ja. deswegen ist es aktuell, glaube ich, für uns einfach doch noch nicht das richtige Schiff. Ich habe einfach keinen Bock auf Moderholz, das habe ich im Wohnmobil jetzt schon echt genug gehabt und nee, das will ich mir nicht antun. Ja, das heißt, abschließend wahrscheinlich, es ist nicht das Schiff, was wir jetzt kaufen werden und würde ansonsten einfach aus dem Preisbudget einfach rausfallen auch. Weitersuchen und vielleicht haben wir ja Glück und finden in den nächsten 1-2 Monaten über den Winter jetzt nochmal irgendwo anders ein Boot. Wir werden jetzt weiter einfach in der Türkei mit dem Wohnmobil rumfahren. Und nach der Türkei geht es dann ja für uns weiter wieder aufs europäische Festland. Das heißt, wir fahren dann wahrscheinlich Griechenland ab. Und da gibt es viele Häfen, die wir noch anschauen können und dann auch eben Boote entsprechend besichtigen können. Genau, soweit, so gut. Das reicht auch für heute. Ich gehe jetzt noch was essen, weil ich habe seit heute Morgen nichts mehr zwischen die Kiemen bekommen. Das ist schon 19 Uhr. Deswegen Servus und wir sehen uns dann wieder in der Türkei.